Flop sind wir auf der Hut. Wir schlafen in Särgen und träumen von Blut. Okay, wir sind ein bisschen blass. Herzlichen Dank, Nestor. Wärst du bitte so nett und... Oh, ich möchte wieder zurück in meinen warmen Sarg. Hä? Hä? Was? Das Waschbecken ist verhext. Cool. Dem ist nicht so. Das Wasser in den Heizungsrohren wurde entsprechend den Außentemperaturen in eine feste Form umgewandelt. Du meinst damit, dass die Rohre zugefroren sind? Hallöchen! Polidori! Oh, du bezaubernd schöner Winterjuwel, vergebt diesem alten Narren, dass er sein Wort an euch richtet. Kenne ich euch nicht von irgendwoher? Wahrscheinlich aus meinen Träumen. Mein Name ist Paulus Polidori, Vampirjäger und Monstervernichter. Ihr dürft mich gerne Poldi nennen. Was ihr nicht sagt, ihr seid also ein Vampirjäger. Gnädigste, die Untoten erzittern bei der bloßen Erwähnung meines Namens. Aber Paulus Polidori fürchtet sich nicht. Die elenden Blutsauger der Nacht. Auch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Wollt ihr etwa damit sagen, dass ich vor Vampiren in Gefahr bin? In diesem Augenblick, meine Liebe, sie beobachten uns von ihrem Schloss aus. Oh, seht nur, wie lieblich. Schneeglöckchen. Die Sonne geht auf. Im Gegensatz zu diesem Wurm eine echte Gefahr. Rosen sind rot, Lilien sind blau. Dieser Strauß ist für Sie. Gnädige Frau. Herz getroffen wurdest du von Amors Pfeil. Wo bist du, unbekannte Schönheit? Und warum bist du plötzlich verschwunden? Genug der Liebesqualen. Ich muss mich auf meinen Plan konzentrieren und auf meine bahnbrechende Erfindung. Bei Draculas Zahnklott. Ich sagte, schieb den Schnee beiseite, nicht spiel mit dem Schnee. Zeit für Frühsport, Kinder. 1, 2, 1, 2. Nicht schlapp machen, das bringt eure Muskeln wieder in Schwung. Wann bekommt Nestor endlich die Rohre wieder frei? Ich hab nämlich keinen Bock mehr auf diese blöden Leibesübung. Danke, Kinder. Vor der nächsten Übung machen wir eine kleine Pause. Ich habe eine Erkältung eingefangen. Seht nur, Oxford. Polidori, der arme Kerl, ist wieder da unten. Genau wie letzte Nacht. W-
Was macht er denn da? Ich nehme stark an, dass er auf mich wartet. Dieser arme Sterbliche ist in mich verliebt. Was? Wie bitte? Das ist doch völliger Unsinn. Der Mann ist nicht nur Vampirjäger, sondern auch ein Narr. Ich fühle mich durch sein Verhalten sehr geschmeichelt. Ältere Herren können sehr schneidig sein. Schneidig? Das ist ein Skandal. Ich wittere Verrat. Das muss und wird der Graf erfahren. Nun stellen Sie sich mal nicht so an. Ich werde ihm nur kurz guten Abend sagen. Sind die für mich, Poldi? Ah, da seid ihr ja wieder, schöne Frau vom Eis. Was für eine Freude. Ich wusste, ihr würdet wiederkommen. Und seht nur, ich habe meine Schlittschuhe angezogen. Oh nein, sie darf ihn nicht beißen. Abgesehen davon ist das Sunshines Großvater. Lady Kryptina, der Graf bittet Sie darum, dass Sie sofort ins Schloss zurückkommen. Und zwar auf der Stelle. Ja, wenn's unbedingt sein muss. Ich komme schon. Sofort. Ja, er sagte sofort. Tut mir leid, Lady Kryptina. Wirklich zu schade. Schöne Frau, wo seid ihr? Entführt von den schrecklichen Geschöpfen der Nacht. Widerliches Gesindel! Liebe soll die Flammen meiner Rache anfeuern! Heute werdet ihr mich kennenlernen. Es geht Sie überhaupt nichts an, Oxford, mit wem ich mich treffe. Eine Frau Ihres Standes sollte wissen, von wem sie sich fernzuhalten hat. Wenn ihr beide aufhören würdet, euch mit Vorwürfen zu bombardieren, dann könnten wir die Sache schnell und in aller Ruhe aus der Welt schaffen. Also bitte, worum geht's? Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Polidori greift mit einem riesigen Turm das Schloss an. Nicht so schnell, junger Vampir. Die Verteidigung übernehmen wir Erwachsene. Vielen Dank, Alerich. Du weißt, wie man mir eine Freude bereitet. Weg, ihr widerliches Ungeziefer! Sollen wir hier bloß rumhocken und zugucken? Ja, Fletcher hat recht. Wir sollten eingreifen. Das wirst du nicht wagen, du Höllenkreatur! Ha! Da hab ich dich, du fliegende Ratte! Auch wenn es mir nicht leicht fällt, ich muss zugeben, dass ihr den besseren Schlachtplan hattet. Na, wartet! Wir brauchen dringend Verstärkung. Wo ist eigentlich Nestor? Er ist im Keller und repariert die Heizung. Es kam mir zu Ohren, wir haben gefrorene Rohre. La, 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 la. Halte durch, mein Liebling! Ich werde einen schnellen Angriff starten und dich von diesen Monstern befreien! Ach ja, was du nicht sagst. Nun pass mal auf! Welch übler Verrat! Wie konntest du mir nur so eine Schmach antun, nach all dem, was zwischen uns war? Nestor! Hör auf damit und komm nach oben! Wir werden von Polidori angegriffen. Wir brauchen deine Hilfe. Ich glaube, ich hab's. Natürlich. Bist du verrückt geworden? Lass das. Wenn du daran rumzerrst, wird heißes Wasser ausströmen. Das will ich ja. Geh mal zur Seite.
Jetzt geht es mit euch zu Ende, ihr blutgierigen Ungeheuer. Polidori, der Unerschrockene, bringt euch zur Strecke. Macht euch bereit zu sterben! Was ist denn los? Das ist jetzt unfair! Leb wohl, du grausame Liebe! Leb wohl, du grausame Welt! Zum Teufel mit euch! Das war echt klug, das heiße Wasser umzuleiten. Das hätte eigentlich mir einfallen sollen. Wir haben zwar Polidori in die Flucht geschlagen, aber die Heizung funktioniert immer noch nicht. Oh je, da müssen wir uns wohl bereit machen für die nächste Turnrunde mit Lady Kryptina. Du siehst nachdenklich aus, meine Liebe. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass du Mitleid hast mit diesem Polidori. Quatsch! Warum sollte ich mit ihm Mitleid haben, Alerich? Es ist doch nun wahrlich nicht das erste Mal, dass sich ein Sterblicher in einen Vampir verliebt.